und herzlich willkommen bei Bierschadok. Ja, neues Video. Kurzes Video. Also, Bremszange liegt unten. Die wird gewechselt gegen eine Brembo. Weil diese Bremszange geht mir auf den Sack. Die hat eine beschissene Bremswirkung. Trotzdem gute Scheibe. Na, die Scheibe ist eine Original-Piaggio-Scheibe, ja, aus Edelstahl. Und die ist sogar größer in Durchmesser wie die von der MC3 oder MC2. Die kommt runter. Zum Problem: Bremse. Also, ich habe am Anfang waren Belege drin, die waren noch gut, alte Belege, runtergeschmissen, neue gekauft. Ich dachte, ich muss sie einbremsen. Ja, aber wie lange muss ich die einbremsen? Die Bremsscheibe ist noch gut, nicht mit Bremsereiniger gelöst, alles. Ne? Also, aber diese Hinky Tonky oder was, wie die heißt hier, es ist einfach. Einfach scheiße. Das kann man nicht vergleichen mit der Marke von Brembo. Da hat er schon gespart an dem ganzen Zeug, wieso auch immer. Aber ich habe jetzt eine da von Brembo. Aber es passt. Ich habe jetzt eine von der MC3, also Purjet. Müsste normalerweise von der MC3, normale Vergasermodell, müsste aufpassen, weil das ist alles das gleiche Fahrzeug. Also ich habe jetzt die von der MC3 Purjet da. Und die passt ganz genau, die habe ich jetzt gerade rein. Die habe ich jetzt gerade rein, die Bremsscheibe schleift da nichts. Die habe ich auch fest angezogen. Ich muss lediglich die rausschmeißen hier, dieses hier. Und dann kommt die Brembo rein, weil ich kenne die Brembo und die sind gut. Ich habe die hier an meiner NTT, steht irgendwo verstaut, ne, die gute. Und trotzdem unter 90er Scheibe, muss man sagen, die hat wirklich eine geile Bremswirkung, da die Doppelkolben hat und die ist einfach genial konstruiert. So, jetzt gehen wir mal zu der Brembo. So, Brembovic, jo. Ah, sieht doch gut aus, oder? Wunderbar. Kupplungen ohne Ende, Kupplungsglocken, Kupplung hier, Wandler. So, jetzt gehen wir zum Brembo. Ja, Brembo, hier haben wir die Brembo. Gutes Teil, wirklich noch sauber erhalten, von der Purjet, von der MC3 rausgeschlachtet. Bremsbeläge kommen neu, die habe ich schon da. Sowas habe ich immer auf Lager. Und die kommt rein. Dann kommt neues Öl rein, sowieso. Komplett neu entlüften. Und dann bin ich gespannt auf die Bremswirkung. Ja? Die hat doppelten Kolben hier, dann sieht man das hier, wunderbar. Das ist eine geile, einfach Brembo. Eine geile Konstruktion. Da kommt keine China-Gedöns oder was weiß ich was. Also nimm's mir nicht übel mit dem China-Zeug, aber Made in Italy ist einer der beste überhaupt. Ja, der Hersteller hier. Es gibt andere Hersteller, aber ja, Italien. Bella Italia, ein reiches Land. Hoffentlich bleibt es noch so weiter. Ein reiches Land. Reichste Land der Welt. Auch wenn es kleine K glauben will, ja, recherchiert's nach. Also die Brembo kommt hier auf jeden Fall rein. Ja, und dann seid gespannt, ich werde dann auch berichten, wie im weiteren Video. Ne? Also auf jeden Fall hier ist das komplett mit Bremszange, Bremsbehälter und Zeug, aber ich nehme nur die Bremssattel, Bremszange hier, ne, würde ich nehmen. Und die kommen dann rein. Und ja, dann müsste normalerweise ein gewaltiger Unterschied stehen, weil jetzt, so wie es jetzt ist, kann ich mir nicht anfreunden. Also, ich habe es lieber, wenn eine Bremse quietschen tut. Da weiß ich, wenn sie quietscht, die Bremse, die ist gut. Die bremst einfach geil. Einfach geil. Wenn viele sagen, ja, meine Bremse quietscht und was. Ich habe letztens wieder im Internet gelesen. Und das haben die auch diejenigen auch zugegeben, die haben es eingefettet. Ja, was soll ich dazu noch sagen, Leute? Lasst die Bremse quietschen. Einfach Bremsereiniger nehmen, Bremssattel reinigen und dann nichts mehr ändern. Wenn eine Bremse quietscht, ist das ein gutes Zeichen, dass die Bremse richtig bremst. Also, und nichts anderes. So, Video Ende hier. Das andere Teil wird folgen. Seid gespannt. Demnächst, wenn ich alles eingebaut habe, mache ich das nächste Teil. So, verabschiede mich. Ich habe ja wie immer der Bergschodok am Mikrofon hier personal Ende. Ich wünsche euch einen schönen Tag und lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, würde mich freuen, einen Daumen hoch, ja, so lebt die Community hier bei YouTube. Ja, und Gruß in die Welt,
ciao, ciao und mach's gut und bleibt gesund und munter. Lasst euch nicht vor hergelaufenen Lumpen leiden, seid ihr selber und alles andere ist unwichtig. Genießt euer Leben, wir haben nur einen. Ja? Also, bye bye, bis zum nächsten Video. Seid gespannt auf Teil 2 und weg.